Jeder von uns kann mal in eine Notsituation kommen. Was wir dann brauchen, sind Rettungskräfte. Denn in solchen Situationen entscheidet oft eine Sekunde über Leben und Tod. Und dann ist es wichtig, dass wir schnell Polizei, Sanitäter, Feuerwehr auch vor Ort haben. Ich habe in den letzten Wochen viele Gespräche mit Sanitätern, Polizisten und Feuerwehrleuten geführt. Aber was ich da gehört habe, hat mich teilweise fassungslos gemacht. Mir wurde über Einsätze berichtet, bei denen Polizeibeamte beleidigt und bedroht worden sind. Feuerwehrleute wurden angespuckt, Sanitäter wurden daran gehindert, ihre Arbeit zu machen, weil Leute einfach im Weg standen und gefilmt haben und Fotos gemacht haben. Das geht so überhaupt nicht. Rettungskräfte brauchen unsere ganze Unterstützung, damit sie auch Leben retten können. Deswegen brauchen sie auch mehr Respekt. Respekt, ja bitte. Diejenigen, die täglich für unsere Sicherheit einstehen, haben den Respekt und den Rückhalt unserer Gesellschaft verdient. Respekt, ja bitte.